Habt ihr in eurem Umfeld Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben? Ich hatte selbst das Gefühl, irgendwie in diese Richtung abzudriften. 9/11, ich dachte, das ist Common Sense, so, dass die das selber waren, die Amerikaner. Da ist schon unser erster Anrufer, hallo. Er hat mir auch geschrieben, dass er nichts mehr von mir hören möchte. Und jetzt ist es soweit, dass ihr gar nicht mehr miteinander redet, obwohl du morgen heiratest. Genau. Ich habe Drohungen bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, sie klagen mich an, würde ja Menschenleben gefährden. Ja, und das ist dann halt ein Streit. Das ist dann eigentlich immer ein Streit. Was ich generell vermisse, ist dieses Gefühl, nach Hause kommen zu können, wo irgendwie alles wieder so ist wie früher. Das ist ein anstrengender Prozess einfach, das kostet sehr viel Kraft. Ich bin im Moment frustriert und deprimiert, dass hier sich überhaupt nichts bewegt. Warte, ich muss kurz in meine Rolle kommen. Deswegen gucke ich doch auch keine öffentlich-rechtlichen Sachen mehr. Nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, ist gleich ein Verschwörungsgläubiger. Nein! Ja! Nein! Ja! Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, ich muss Politiker über den Haufen ballern. Die Studienlage zeigt eigentlich... Von wem sind die Studien finanziert?